Altersarmut steigt. Wir brauchen unbedingt eine armutsfeste Mindestrente. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und ich betreibe mit großem Herzen, mit großer Seele unseren YouTube-Kanal für eine bessere Rente für alle Generationen. Meine Damen und Herren, ich steige gleich mal in den Beitrag ein, den ich hier aus dem Internet gefischt habe. Ich mache das mal ein bisschen größer hier, dass Sie das auch gut sehen können. Die Altersarmut in Deutschland steigt, die Grundsicherung für Rentner steigt, meine Damen und Herren. Das ist das Ergebnis von statistischen Zahlen. Die Altersarmut in Deutschland nimmt zu und immer mehr Rentner sind auf die Grundsicherung angewiesen. Anfang 2023 waren es schon 700.000 Rentnerinnen und Rentner, die diese Art der Sozialhilfe in Anspruch genommen haben. Gott sei Dank steigt ja jetzt die Grundsicherung zum 01.01.2024 dann gleichsam mit dem Bürgergeld in den Regelsätzen um knapp 12%. Aber das ist doch wohl, sagen wir mal, eine Schande für unser Land, für unser doch so reiches Deutschland, dass wir nicht in der Lage sind, eine armutsfeste Rente für diejenigen zu zahlen, die auch wirklich hier im System fleißig mitgearbeitet haben. Denn oftmals ist es so, dass die Armut im Alter ja nicht von sich aus, also dass man mit Absicht arm ist oder arm wird, sondern da gibt es ja letzten Endes dann auch viele entsprechende Ursachen. Unter anderem ist die Ursache der immer weiter sich ausbreitende Niedriglohnbereich, Krankheit, dann Arbeitslosigkeit, schlecht bezahlte Jobs, ja, Niedriglöhne, schlecht bezahlte Jobs, dann Scheidung und andere Wechselfälle des Lebens. Und das ist ein Riesenproblem. Und oftmals auch so, dass die Menschen ja weiterarbeiten und trotz ihrer niedrigen Löhne weiterarbeiten und vielleicht sogar noch aufstocken gehen, was ich ja persönlich auch für eine ganz große Frechheit halte, dass die Aufstockung überhaupt möglich ist in Deutschland, dass also Arbeitgeber hier diese Situation zum Teil auch bewusst ausnutzen und die Menschen im Bürgergeld verbleiben lassen und die letzten Endes dadurch auch eine Armuts-, also dass dann praktisch dadurch Altersarmut verursacht wird. Wir haben einen Bereich, den wir uns auch immer sehr, sehr gerne angucken. Das ist praktisch dieser Armutsbereich bei den Teilzeit arbeitenden Frauen. Das ist ein Irrsinnsproblem, dass wir in Deutschland nicht in der Lage sind, unseren Frauen solche Bedingungen zu organisieren, dass sie in der Lage sind, wirklich auch ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten für den ersten Arbeitsmarkt so umzusetzen, dass sie gut bezahlte Jobs ausüben können, neben der Kindererziehung, dass die Kinder im Kindergarten bleiben können und dass diese Damen, aber vielleicht auch die Väter, die es dann mitmachen, letzten Endes hier trotz Teilzeit hier einen gewissen Ausgleich bekommen oder dann halt eben auch wieder gute Jobs bekommen. Ja, also das ist auch eine Sache, die ist völlig unbegreiflich, dass in Deutschland sowas überhaupt möglich ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich setze mich persönlich für eine armutsfeste Mindestrente oberhalb von 1200 Euro pro Monat netto ausgezahlt ein. Das muss in Deutschland möglich sein. Ich bin überhaupt kein Freund von dieser, seien Sie mir bitte nicht böse, von dieser extrem ungerechten Grundrente. Diese Grundrente, die ja knapp 2 Millionen bekommen sollten, aber in Wirklichkeit nur 1 Million bekommen. Und viele von denen, die sie eigentlich ausgezahlt bekommen könnten, kriegen sie deshalb nicht ausgezahlt, weil es eine Einkommensanrechnung gibt und weil auch Ehegatteneinkommen angerechnet wird. Frage ich mich ganz ehrlich, was ist denn das eigentlich für eine Rentenleistung, wo Ehegatteneinkommen angerechnet wird? Das hat im Rentenrecht überhaupt nichts zu suchen. Aber meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, Altersarmut geht immer mehr nach oben. Wir sehen es auch hier in unserer eigenen Stadthalle. Ja, viele ältere Menschen, die Flaschen sammeln, die in den Müllcontainern rumsuchen nach irgendetwas oder aber die zur Tafel gehen und dort sich preiswertes Essen organisieren. Das, finde ich, ist eine Schande für dieses reiche Land. Und deshalb sage ich, armutsfeste Mindestrente, 1200 Euro, was für Beamte und Politiker recht und billig ist, muss für unsere vielen fleißigen Menschen in Deutschland, die wenig Geld haben, auch recht und billig sein. Wenigstens eine armutsfeste Mindestrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de, weil ja dieser Kanal eine bessere Rente für alle Generationen auch Teil meiner politischen Tätigkeit im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rente ist. Ich wünsche Ihnen wie immer alles Gute. Ihr Rechtsanwalt Peter Knöppel für eine bessere Rente für alle Generationen. Ciao!